Willkommen zurück zu WarioWare Mega Party Games. Ja, im letzten Part hatten wir die geilen Spiele von 9 Volt gemacht, die Nintendo-Spiele. Ganz viele alte Games von Nintendo, vom NES bis zum SNES. Sehr, sehr viele coole Spiele als Mikrogame gemacht. Und ja, da hatten wir wirklich viel Spaß bei. Doch jetzt machen wir weiter mit dem Genre IQ, mit Orbulon, dem Alien. Sind die ganzen Spiele, wo man ein bisschen das Brain anstrengen muss. Sind bestimmt sehr interessant bei einem schwierigen Modus. Also es wird ja immer easy, mittel und dann schwer. Gucken, ob es dann wirklich richtig knifflig wird. Man sich wirklich richtig anstrengen muss, um das zu schaffen. Ob man Professor Layton sein muss. Naja, wir werden es sehen. Hallo, wie geht's? Ich bin Orbulon, das Supergenie. Mit meinen Supergenien habe ich Spiele entworfen, die euch Erdlinge an eure Grenzen bringen werden. Darum habe ich euch auch ein bisschen mehr Zeit eingeräumt. Sollten sie euch immer noch zu schwer sein, müsst ihr eben weiter üben. Und ich werde euch beim Failen auslachen. Na dann, Orbulon, aber ich werde natürlich alles geben hier. Fangen wir an! Spiel 1! Voll die gechillte Musik hier. Ba, 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 ba. Cool. Okay, wir fangen an mit Lob und Schande. Da muss man immer das schwarze Schaf hin. Also das eine Wort, was nicht zu anderen passt. Negativ. Schön fantastisch, blöd. Blöde Scheiße. Blöd ist blöd. Das andere waren ja positive Worte und das passt da nicht rein. Positiv. Schlecht. Gähn. Gefährlich. Spaßig. Das macht Fun. Beschreibt das Spiel ganz gut, ne? Positiv, reizend, scheußlich, gefährlich. Ja, reizend natürlich, ne? Wollen wir nur alles durchlesen? Immer positiv jetzt, ja, wieder reizend. Dieses Spiel ist reizend! Negativ, Simmer ist schlecht, ich bin voll schlecht. Ich bin schlechter Mensch. Dieses Spiel ist schön. Ja, beim Spiel ist immer geil und wenn es um Simmer geht, der ist immer voll scheiße, ne? Was für ein Kack. Das Spiel will mich doch hier voll dissen. Ich lass mich nicht von dir mommen, Orbulon, ne? Dieses Spiel ist exzellent. Rettung in letzter Sekunde. Willst du wieder spannend machen, ne? Schön. Ach, das geht aber, das geht aber. Echt. War es echt immer so einfach? Krygor ist super! Ich mach's extra spannend, Freunde, ich geb's jetzt zu. Dieses Spiel ist prima. Man hat hier echt mehr Zeit als bei anderen Minispielen. Orbulon hat nicht gelogen. Negativ ist schlecht. Oh doch, das Spiel ist mal schlecht. Zum Kotzen ist das Spiel echt. Ist jetzt nicht atemberaubend, ne? Aber an sich ganz witzig. Negativ schlecht. Ich geb denen mal eine 2. Ja. Aber ist jetzt nichts Bahnbrechendes. Positiv. Schön. Ja, man hat hier sehr, sehr viel Zeit. Muss man schon mal sagen. Aber es wird halt nicht. Orbulon ist schön. Aber es wird halt nicht viel, viel schneller, ne? Das Spiel ist ja. Gott, ich konnte es mir jetzt nicht durchlesen. Spitz ist schlimm. Nee. Ach, Crap. Keine Ahnung. Egal, wir haben die 20. Jetzt wird mir das irgendwie zu blöd. Brain ist abgefuckt nach einer Zeit. Spiel ist schlecht. Keine Ahnung, ey. Dieses Spiel, wenn du es lang machst, ne, dieses Mikro-Game, wie es bekloppt in der Birne. Ernsthaft. Na egal, weiter geht's mit dem IQ-Test. Das ist doch das Spiel von Orbulon, oder? Das Spiel von der IQ-Champion. Als ob die Aliens so schlau wären, ey. Glaub ich ja nicht an Aliens. Ich glaube höchstens daran, dass auf anderen Planeten irgendwelche kleinen Lebewesen so in... What the fuck? WTF?
Ich glaube daran, dass es kleine Einzeller gibt auf anderen Planeten. Das ist es. Zack, zack. Was? Hä? Nö, das will ich jetzt nochmal meinen. Was? Ist doch Betrug. Ich mach das jetzt mal mit den Steuerkreuz auf dem GameCube-Controller. Das könnte nicht besser gehen, weil das geht gar nicht mit dem Steuerstick. Dem Joystick oder wie man es auch mal nennen möchte. Dreimal. Eins, zwei, drei. Ja, passt doch. Also macht es nicht mit dem Control Stick. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und dann A. Boah. Muss ja richtig zählen. Das ist das Chilligste. Das ändert sich auch irgendwie nie, aber bei normalen und schwereren war es immer was anderes. 1, 2, 3, 4, 5 und... Was? Betrug! Jetzt so... Oh, ich schalte es jetzt ans Mikro, ne? Was? Betrug! Betrüg mich nicht, du Wichser! Ach, du Hurensohn, ey! Das ist doch ein Arsch. Ich hab keinen Bock mehr auf deine blöden Spiele hier. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Nee. Gib mir 4. Ein Drecksminispiel. Das ist doch nur Farsche. Betrug ohne Ende. 4. Zum Knochenkotzen. Heißer Topf. Das ist wenigstens wieder ein bisschen cooler. Soll man genau schauen, wo man das eingießt, dass es dann wirklich genau in den Becher kommt. Zack. Nicht immer den ersten Weg. Dann muss man hier das dritte Rohr von links ausnehmen. Läuft und wie es läuft, die Nase läuft. Ja, sowas gibt's auch bei Mario Party 1, ne? Muss man eine Schatztruhe da richtig hinmachen. Das passt, oder? Ja. Okay, das ging, das ging. Das war jetzt nicht allzu schwer. Nee. Nee. Hä? Ah, du bist es. Ja, bitte. Es war doch richtig, du Arsch. Ey, ich hasse dieses Alien. Ja, jetzt kommt genau das gleiche nochmal, ne? Und das sollte eben leicht gewesen sein. Verarsch mich doch nicht, du Blödmann. Ich hasse Orbulon. Hab ihn schon immer gehasst. Den finde ich da am geilsten. Wario ist ziemlich cool. 9 Volt ist ganz cool. Spitz mag ich sehr gerne. Und sonst? Ja, hier gibt es ja noch nicht alle Charaktere von WarioWare, ne? Es gibt ja auch noch 16 Volt. Ich glaube, so heißt der Typ. Keine Ahnung, ey. Ah, es war sogar richtig, aber ich habe zu langsam reagiert. So ist es. Den Tee da reinkochen. Es ist bestimmt so Instant-Nudeln und da soll nur heißes Wasser drauf geschüttet werden. Ja, danke auch. Und ja. Ich muss das hier richtig einfüllen. Boah, ey, widerlich. Widerlich. Aber es wäre richtig gewesen, ne? Es ist. Bis das mal da durchgeflossen ist, sind Jahrtausende vergangen. Bis ich mal den richtigen Weg gefunden habe, sind Jahrzehnte vergangen. Keine Jahrtausende, aber Jahrzehnte. Schlimm genug, ne? Gut. Unter der Lupe. Ja, es ist jetzt auch nicht. Achso, eben, das war schon cool. Das gibt eine 1. Aber das Game hier mag ich überhaupt nicht. Kann ich jetzt schon meine Bewertung geben? 4. Weil, ja, das ist einfach scheiße. Hat gar keinen Anhaltspunkt. Ich meine, da sind so viele Dinge, es ist doch nur Glück. Meistens ist immer der dicke Punkt, der da so ein bisschen hervorsticht. Hier, er zum Beispiel. Das könnte echt immer so sein. Boah, wie schnell er jetzt ist, ne? Ja, ich mag das irgendwie nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist ja meine persönliche Bewertung. Ich gebe eine 4. Ah, ne, es ist nicht schön. Ich will hier einzeln mit einer Lupe beobachten, also bitte. Ob man einzeln mit einer Lupe beobachten könnte, da braucht man ein Mikroskop, verdammte Scheiße! Was ist das nicht bei deinem Planeten, Orbulon? Ja, das können echte Aliens sein hier. Diese Viecher. No joking, guys. So stelle ich mir Aliens vor. Nicht so diese typischen Aliens aus Hollywood. Men in Black oder so ein Scheiß. Nee, nee. Irgendwelche kleinen Lebewesen. Die Pantoffeltierchen oder sowas. 12 müsste man noch schaffen für die Blume. What? Könnte hier klappen. Könnte heißt aber jemanden nicht. Zumindest nicht zu 100%.
Die Hälfte haben wir jetzt, aber das ist die leichte Hälfte gewesen, die langsame Hälfte. Der Wurm. Rappi! Rappi! Okay, wen haben wir hier? Wen haben wir hier? Oh, und das ist... Keine Ahnung, wer das ist. Wenn man kennt Pokémon 2. Zu dem schon gar nicht. Sieht aus wie Geiges aus Earthbound. Absolute Endposter. Mega creepy. Earthbound ist auch geil. Ich kenne nur Mother 2. Also Earthbound. So. Da gibt es ja auch drei Teile von, ne? Mother 1, Mother 2, slash Earthbound und Earthbound 2, beziehungsweise Mother 3. Ich kenne aber nur Mother 2. Der erste Teil ist, glaube ich, nicht so gut von Mother. Aber der dritte soll noch geiler sein, aber ich kenne ihn nicht. Und da gibt es keine deutsche Übersetzung zu. Ich meine, ich kann fast perfekt Englisch, aber ich habe irgendwie keinen Bock drauf. Wenn es so textlastig ist und immer erst Englisch lesen. Habe ich zwar bei Dynasty Tactics 2 auch gemacht, das habe ich auch komplett in Englisch, aber so textlastig ist jetzt auch nicht unbedingt. Mal zwischendurch mal sehr viel Text, aber dann war es es auch erstmal wieder. Earthbound ist ja nur Text eigentlich. Na, egal. Hä, wie viel Leben habe ich denn? Ist es jetzt verbuggt oder was? Ne, jetzt nicht. Okay, 27, cool. Cool, cool, cool. Da haben wir unsere Blume. Oh yeah! Mein Lieblingsgame. Achso, eben eine 4, ne? Klar. Wie geil. Ich gebe jetzt schon die bombastische Werte für 1+. Das ist ein Game. Das ist ein Hammer-Minigame. So muss es sein. Mit Teleporter wieder zurück. Zack, ist das nicht geil. Mega geniales Labyrinth, mega gut durchdacht, man muss gucken, man muss schnell sein, es ist so perfekt, man hat hier richtig geil mitgedacht. Sowas von cool durchdacht. Und das für ein Mikrogame, bitte. So hat das auszusehen. Aha, aha. Ja, du wirst schon deinen Traumprinz bekommen, oh, forever together. Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Tage. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Okay, das ist jetzt ein bisschen tricky, aber geht schon. Einfach alle Teleporter clever. Und sowas gab es doch bei Legend of Zelda Spirit Tracks im Turm der Götter mit so verschiedenen Teleporter und sowas. Ey, du Blödmann, du bist doch falsch. Oh je, was? Das zählt doch. Das war aber echt in letzter Sekunde. Boah, das ist komplex. Zack. Wieder zurück. Oh, geil! Ich sag ja, perfekt! Das ist ein Minigame! So hat es auszusehen, verdammt! Geiler geht's nicht! Oh, wieder verarscht! Wieder verarscht! Ich wurde verarscht! Und es zählt wieder! Ich glaub das ja hier nicht! Und das war fies! Das war echt fies! Da muss man erstmal gucken. Fies angeordnet! Irreführend! Diese Musik. Diese Japaner, was haben sie sich nur wieder gedacht? Oh, das war auch wieder cool. Oh, ich liebe das. Das gehört die ganze Tag spielen, dieses Minigame hier. Also eure Meinung und Kommentare, was ist euer Lieblingsgame? Soweit. Also ich denke, das könnte schon auch in eurer Top-5-Liste sein, oder? Das kann man doch gar nicht schlecht finden, oder? Ich wollte da noch hinkommen. Ah, jetzt bewegt sie sich so blöd. Soll jetzt keine Ausrede sein, aber die ist jetzt echt schwer zu steuern. Weil die jetzt so schnell ist. Egal, wir haben es ja eh geschafft. Die Blume zu bekommen. Wie so ein Bürgermeister, ne? Der hat auch immer so an seinem Jackett so eine rote Blume. In Amerika. Frosch gehabt. Also eben 1+. Jetzt kommt ein 10-Minigame. 3. 3 Frösche. Einfach zählen, wie viele Frösche langkommen. Bin ja mal gespannt, was sie sich da in schwierigeren Sachen einfallen lassen, weil schwer ist es nicht. 4 Frösche. Jo. Krack, 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 krack. Froschgesicht! Oh, 4, 5, 7, keine Ahnung, okay. Ich dachte 7, ich dachte, ich habe mich verzählt. 1. So, also,
Ich war mir da nicht so sicher. Ich glaube, das waren 5 eigentlich. Aber okay, 1 zählte ja. Zählte ja. Unbewusster Wortwitz. Der schlechteste Witz, den ich je gemacht habe. 6. Yeah. I'll get on the best. Fuck the rest. Nein! Oh Mann, das waren 2 Vollidioten. Wir haben zurückzulassen auf der A-Knopf. 3. 4, 5. Doch, das waren definitiv 5. Ich bin so gut. 1, 2, 3, 4. Okay, ich wollte schon gerade wieder auf 6 erhöhen. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Das Problem ist bei den schweren, da kommen die ohne Abstände alle auf einmal und sind sehr dicht beieinander. Das ist sehr verwirrend und schwer. Jetzt kann man sich gar keine Zeit mehr lassen und muss direkt immer mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das waren jetzt 6. Da bin ich mir sicher, genau. 1. Yeah! Daumen hoch, Freunde. Er macht auch den Daumen dann hoch, wenn es richtig ist. Yeah. Okidoki. 5. Number 5. Oder Maroon 5. Da, 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 wir feiern es auf, wir haben es wieder geschafft. Aber das ist echt machbar. Ja, machbar. Das können auch Grundschüler. Das können ja wirklich Grundschüler. Halt die Fresse. Na, jetzt wird es wieder wirklich langsam schwierig. Selbst in der ersten Klasse lernst du bis 10 zu zählen. Zweite Klasse war, glaube ich, schon bis 100. Irgendwie so. Bin ja kein Grundschullehrer. Keine Ahnung, das ist schon viel zu lange her, ne? Ist ja auf. Oh, ich dachte, da kommt noch einer. Dafür habe ich das geschafft. Okay. Lach nicht. Wenn nichts drauf hast, außer Zahnbelag. Next ones, please! Doppelgänger! Boah, wie viele gibt's denn hier? Doppelgänger. Dann finden wir mal unser Double, der Fronk hier. Du bist es. Wie geil die alle gucken, ne? Alle individuell gestaltet. Elected. Der hat die so, der hat so Zacken, so voller Style, ey. Mit Hagel ordentlich reingemacht. Den erkannte man doch. Das ist so leicht. Meine Diana haben alle Hagel genommen und die Haare sich so hochgestylt. Nur er nicht. Oh, das ist jetzt aber schwer. Wie groß bist du? Das wäre jetzt schwerer als alle anderen eben. das bist du. Ich weiß ja nicht. Nee, ich weiß jetzt wirklich nicht. Goddammit. Also die 3 sahen gleich aus für mich. Egal. Wie viel müssen wir denn hier überhaupt schaffen? 8 noch. Was? Ey, bist du, die sehen doch gleich aus. Wollt ihr mich denn zum Narren halten oder was? Ach so, die Beine. Ich achte immer nur auf die Frisur, verdammt. Da muss man auch noch drauf achten, auf die Beine und so ein Scheiß. Das bist du! Ja. Muss ja mal in die entgegengesetzte Richtung gucken. Das bist du. Das war leicht. Ja, vielleicht, weil ich es jetzt auch langsam durchschaut habe. Ja, auf easy ist immer chillig. Ja, die anderen muss schon richtig gucken. Okay. Du! Ach so, der hat auch die Arme so gehabt. Das könntest du sein. Yes, damit haben wir die Blume. Aber wir dürfen uns doch nur einen Fehler erlauben. Deswegen nehme ich dich. Los, Pikachu, du bist dran. Los, Frank. Das bist du. Oh, ich hab doch gerade angedrückt. Egal. Next one. Ah, Zahnfeind. Achso, jetzt habe ich gar nicht bewertet, ne? Ich bin doch dämlich. Froschgabs ist ein einfaches Zielspiel, was durchaus am Ende, wenn schnell wird, richtig fordern kann. Ich gebe mal eine 2.
Doppelgänger, was wir eben gerade gesehen haben, ist echt gut durchdacht. Man muss sehr genau darauf achten. Ich dachte erst, man muss nur auf Haare gucken, aber man muss auch auf den gesamten Körper gucken, auf die gesamte Mimik. Und das finde ich schon echt cool. Ich gehe mal in 2 Plus. Und jetzt machen wir weiter mit Zahnfeind. Ein sehr schweres Spiel. Muss ich immer die Lücke suchen, damit er hier nicht umgebracht wird. Und das kann ich nicht mal auf easy. Sorry. Das ist ein Spiel, das ich noch nie konnte. Muss man auch nur 10 mal schaffen. Ah, das ist jetzt offensichtlich. Muss ich mal gucken. Ja. Was nie den Boden berühren wird. Da muss man drunter flüchten. Das müsste das hier sein, oder? Yeah! Easy krieg ich da nicht hin, aber normal und schwer. Das ist wieder meine Logik. Läuft bei mir. Ja doch, wenn man nur sich auf das obere konzentriert, dann geht das sogar. Bis jetzt zumindest noch. Das könnte er sein. Ja, aber unten ist ja mehr Platz. Ja, da muss man echt genau gucken. Ist nicht einfach, das Spiel. Deswegen gebe ich auch jetzt schon eine Wertung von einer 1. Das ist echt fordernd. Ja gut, easy geht auch wirklich. Weiß nicht, was da eben schief gelaufen ist. Es ist eigentlich nicht einfach, ne? Da war ich mir schon gar nicht mehr sicher. Aber ich habe Glück gehabt. Oh, ich glaube, du bist es, oder? Yeah, man. Aber er ist schon die Blume. Nein, ich will da noch drunter. Wie er immer dann grinst. Mir geht's gut. Cause I'm happy, happy, happy. So ungefähr. What the fuck? Okay, das ist aber jetzt nicht gerollt. Alter, das war schwerst bis jetzt. Läuft bei ihm! Hä? Ja, ne. Hä? What the fuck? Hier? What? What ist das? Jetzt war es so schwer auf einmal. Fies, Mann. Egal. Sphinx Kajinx. Das richtige Teil einsetzen. Ja, da bin ich mal bei den schwierigeren gespannt. Oder mehrere Teile einsetzen. Muss man mal richtig puzzeln. Da geht der Sphinx ein Licht auf. Und der Herr sprach, es werde Licht. Hä? Ist ja voll einfach, Mann. Ich dachte, jetzt muss man da 2 Teile einsetzen und bei schwer 3 Teile. Toll. Wo ist denn die Schwierigkeit, ey? Hey, ist ernsthaft, das ist doch viel zu einfach. Gibt aber trotzdem 2. Na, 2 Minus, weil es echt zu einfach ist. Aber die Idee ist ganz cool. Wir sind Puzzeln. Aber wirklich, da hätte man viel mehr raus machen können. Deswegen auch die 2 Minus. Genau meine Idee. Fehlen da 2 Teile, fehlen da 3 Teile. Das wäre so cool gewesen. Schade. Echt schade, weil... So kann man das Spiel ja nicht wirklich schwieriger machen, oder? Ich meine, das ist ja offensichtlich. Oder man müsste das drehen und alles. Dann wäre das viel cooler. Das ist zu einfach. Haben sie nicht gut mitgedacht, die Entwickler. Da. Ja, ich denke, das schaffen wir die 50. Ich versuch's mal. Ich frage mich jetzt echt, was hier schwieriger ist als bei leicht. Ja gut, es gibt mehr Teile, aber... Toll, na und? Ich glaube, es gibt pro Schwierigkeitsgrad ein einziges Teil mehr. Ist ein bisschen komplexer durchdacht hier. Aber soll mich das davon abhalten, das hier zu schaffen? Ich denke nicht. Zumindest ist es nicht erfolgreich. Und ich wähle dich. Du bist der Auserwählte. Aber das ist voll langweilig. Ich revidiere meine Note und gebe diesem Game einen 3+. Ja, ernsthaft, das ist viel zu einfach. Du bist es. Du bist der Auserwählte, der das Land vor den bösen Mächten schützen muss. Vor dem Teufel persönlich, der im Moment noch seinen Großangriff in der Hölle vorbereitet und irgendwann mit der dämonischen Armee aus der Hölle ausbrechen wird und die gesamte Menschheit versklaven möchte. Ja, nur dieser eine Stein
kann den Teufel immer noch in der Hölle versiegen, sodass er niemals aus der Hölle mit seiner diabolischen Armee ausbrechen kann und der Menschheit Böses zufügen kann. Wie viele Drogen muss man genommen haben, um so eine Geschichte aufsetzen zu können? Ey! Ja, okay, jetzt wird's tricky. Jetzt wird's tricky. Egal, wir haben's. Hey, diese Geschichte hat mich jetzt fertig gemacht. Ich bin so bekloppt. Oh, nee. Ich glaube, die passt da nicht rein. Okay, der Teufel wird ausbrechen, der Teufel wird ausbrechen, wenn wir nicht die 40 schaffen, also wird ausbrechen. Oder nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Teufel rauskommt oder nicht. Ja, der Teufel kommt. Und er wird euch alle holen. Weil ich die 40 nicht geschafft habe. Egal, immerhin die Blume. Oh nein, Uhrwerk. Okay, jetzt mal ganz logisch betrachtet. Man muss das ja nach einer Richtung ziehen. Keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. Ich kann das nicht. 50-50 Chance. Glück gehabt. Hä, wie aggro er ist. Dieser Typ da unten. Ich fände das schon cool, wenn der Typ auf den drauf fällt. Ja, den muss man retten, ne? Weil er den da einen reinschlägt oder so. Keine Ahnung, ey. Ich verstehe. Ne. Sorry, Freunde, ich kapiere das Spiel nicht. Ist an sich vielleicht ganz cool, aber ich check's einfach nicht. Freunde, ich gebe dem Spiel eine persönliche Wertung von 5, weil ich das Spiel irgendwie nicht kapiere. Aber mag ja ganz gut sein. Aber ich mag's nicht, ich find's bekloppt, weil ich's nicht kann, ich geb's jetzt zu, aber ist meine Wertung 5. Ich find's zum Knochenkotzen. 50-50 Chance. Irgendwie ist die Chance höher, wenn man nach rechts geht. Mir gerade so aufgefallen. Deswegen gehe ich jetzt einfach immer nach rechts. LOL. Und das mit Erfolg. Jetzt kriege ich hier die Blume gleich noch, obwohl ich das gar nicht checke, oder was? Oh Gott. Komplexer geht's auch nicht mehr, oder? Was willst du verstehen? Ach nee, ich bin schon Game Over. Nee, nicht mein Spiel. Diskothek! Das ist cool. Mit dem Hund, wie abdanced. I like to move it, move it. Yeah. Alright. Alright. Give me the beat. Oh yeah. Oh yeah. Das grooved. Gib mir den Beat. Oh yeah. Oh yeah. Links, rechts, unten. Oh yeah. All right. Oh yes, man. Yeah. DJ, DJ, come on. Woo, woo. Wer braucht schon David Guetta, wenn man hier, oder Avicii, wenn man hier den Hund hat, ne? Yeah, man. Hey, DJ. Alright, alright, alright. This is Mr. Right. Oh yes, unten links am best. Fuck the rest. Groovy, groovy, groovy! Oh yeah! Einfach mal die Reihenfolge merken, ist klar, ne? Und yeah. Cha cha cha, ein bisschen abdancen. The king of the disco. You say disco, I say party. I like to move it, move it. I like to move it, move it. We like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Was? Der Disco King hat einen Fehler gemacht? Was? Betrug, Betrug, Betrug. Ha, ha, ha. Ja, ich sag doch, I like to move it hier. Einfach mal so, yes. Shake it, shake it, shake it. Was? Oh. Wartet mal. So. Einen Moment. Und ich würde sagen, es geht weiter. Ja, okay. Ich hab das nur extra rausgesucht, aber
Ja. Letzten Endes schon zu gerne, wenn das schnell wird. Aber ist echt cool, gibt von mir eine 1. Ja. 1 ist anders. Jetzt wieder das schwarze Schaf hin. Na gut. Der hat ein Horn, das ist Garabron. Okay. Das ging ja noch. Hört! Oh ja, stimmt. Oh, wie dumm kann er denn sein, du Spast! Das ist ja leicht, das ist ja mega leicht. Es ging zwar wieder ein paar zu, aber... Das sah man doch sofort. Das ist wieder Scarabon. So wie das schwarze Schaf, so wie das schwarze Schaf und du bist es. What? Ey, what the fuck? Mittel ist schwer als schwer. Nee, okay. I don't understand this fucking shit game. Das ist der Lubu-Käfer. Ich vergleiche immer nur zwei, das ist mein Problem. Ich meine, das ist gleich normal. Ich vergleiche immer nur zwei, Freunde. Ich bringe jetzt bei 10 ab, ich möchte jetzt trotzdem Blumen, weil ich es schaffen kann. What the fuck? Ich vergleiche immer nur zwei und wenn ich dann sehe, der eine ist anders, dann klicke ich da drauf. Wie dumm bin ich eigentlich? Wie die dümmste Spezies, die es gibt. Das bist du. Ich kann es einfach nicht. Ich bin zu blöd dazu, echt. Na ja, das ist ja wieder offensichtlich. Das Hühnchen ist leicht. Und dieser Frosch. Boah. Du! Was ist das für Geräusche, Mann? Bist du Affe oder was? Bist du Affe, Alter? Bist du Affe? Ja, endlich mal. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Das war auch leicht. Du musst nur auf den Kopf der Schlange achten. Hier ist die Pupille einfach mal rausgeflogen. Bei den Typen. What? Oh Mann! Ich kann es nicht! Ah. Ja, immerhin die Blume. Das reicht mir. Boah, es ist echt gar nicht so leicht. Das war wieder chillig. Mal so, mal so. Mal voll einfach, mal voll schwer. Echt. Was? Ich war mir so sicher. Damn it. Egal, was soll's. Die Blume haben wir. Die wollte ich jetzt einkassieren, weil ich es echt schaffen konnte. Und ich hab's geschafft. Oh, Hütchenspiel bin ich immer gut drin, ne? Ach so, für das Game, das ist sehr anspruchsvoll gewesen, krieg von mir eine 1. Hütchenspiel bin ich echt der Pro drin, ne? Wer Mario Party 1 bei mir gesehen hat, weiß, dass ich da echt nie fehle. Aber wenn das richtig schnell wird, was willst du machen, ne? Okay, Concentration for this generation. Hi, wollt ihr mich verarschen? Brauch Hütchenspiel-App? Da komme ich gar nicht mal so weit, das ist wirklich heftig schwer. Bin ich bei Level 60 oder so und das hat, glaube ich, richtig verdammt viel Level. 300 oder so. Eigentlich, ich kann das eigentlich. Bislang finde ich das einfach nur langweilig und nervig. Das ist ja gar kein Challenge. Fühle mich gerade ein bisschen unterfordert. Och komm, Orbulon, mach mal schwerer! Ihr Aliens seid aber echt langsam. You're too slow. Ernsthaft. He's too slow. Immer noch nicht schwer. You're too slow.
Oh, Bullen! Dein Ernst! Hat man die jetzt hier geschissen oder was? Mach ich jetzt mal hin, da! Ey, du bist doch... Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Hallo! Mach mal hin, da! Beeil dich doch mal, du Lahmarsch! Boah, du bist hier... Ey, meine Großmutter ist schneller als du! Sag mal, was ist denn mit dir kaputt? Wie kann er nur so leise sein? Du wirst nie damit Geld verdienen! Du bist kein richtiger Trickbetrüger! Sag mal, Orbelon! Ey, du bist so lame! Okay. Er hat mich das erste Mal gefordert. Trotzdem, Orbelon! 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 Er hat mich gefordert. Es war sogar gar nicht mal sicher. Ja, null Fails, ne? Ach komm, Orbelon, du bist... Ach. Du bist... Nee. Kommt ihr noch mit? Ist jetzt nicht echt anspruchsvoll. Muss ich gerade konzentrieren. Wer ist die Mutant King? Nein! Alter! Ah! 74! Und Orbelon, sollte mal sagen, echt. Orbelon, Orbelon. Nee, ernsthaft. Ja gut, am Ende wurde es dann doch noch sehr anspruchsvoll. Es gibt natürlich eine 1 plus. I love it. Hütchenspiel schon immer Fan von gewesen. Und was sagt ihr zu meinem Skill? Ich hab's drauf. Hütchenspiel war ich schon echt immer gut drin gewesen, echt. Immer Fan von gewesen, schon immer gut drin gewesen. Cool. Haben wir schön Score aufgestellt. 74 kann man stolz drauf sein. Geht's weiter mit Glücksklee. Hatten wir das überhaupt schon mal? Kommt mir gar nicht bekannt vor. Suchen. Achso, immer das vierblättrige Kleeblatt finden. Oh, das ist auch nice. Weiß jetzt aber nicht, was es mit IQ zu tun hat, ne? Keine Ahnung.
Was hat das mit IQ zu tun? Man muss gar nicht denken, man muss nicht überlegen. Hm, naja. Hätte besser zu Cat und Anna Natur-Minigames gepasst. Aber egal. Smitball! Smitball! Whee! Whee! Ja, das ist die Smitball-Synchro aus dem Anime. Whee! Los, Smitball! Ich wähle dich! Setze einen Fadenschuss ein! Whee! Smitball, jetzt die Stachelspore! Whee! Ernsthaft? I'm the next synchronizer of Smitball of the German Anime of Pokémon! Hm. Ah, ich glaube, er schaut das gar nicht mehr, Smetball. Ich guck das ja auch nicht mehr, weil die neuen Staffeln scheiße sind. Okay, egal. Die alten Staffeln, ey, ich feiere die immer so ab. Und übrigens, ich kann schon mal sagen, das nächste Let's Play. Es wird Pokémon Colosseum. Und ich habe wahnsinnig Bock mal wieder auf Pokémon. Ich habe wahnsinnig Bock auf Pokémon Colosseum, weil das Spiel, die Atmosphäre, die Story, die Musik, das ist so faszinierend und so geil gewesen. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich denke, das wird wieder kranke Synchros und alles Mögliche geben. Ein Skill-Let's Play, weil ich bin schon gut im Pokémon. Ich bin kein Turnierspieler, aber ich bin einer, der vielleicht sogar Turnier spielen könnte. Also ich kenne die Werte eigentlich immer auswendig. Die Attacken kenne ich. Nur was ich nicht kann, ist jetzt irgendwie mit Items mir eine Strategie überlegen, wie ich dann die Pokémon am besten im Team einsetze. So. Da bin ich nicht so weit, aber ansonsten bin ich ziemlich gut im Pokémon, deswegen wird es ziemlich geil. Aber wer meinen Nuzlocke-Challenge zu Saphir gesehen hat, weiß sowieso, dass ich nicht der Schlechteste bin. Die haben ja auch locker flockig durchgekriegt, eigentlich ohne große Probleme. Ja, ein paar Verluste haben wir einstecken müssen, aber das, wenn auch einer Finale macht, was willst du schon machen, ne? Ja, es wird schon geil, Pokémon Colosseum, ein wahnsinnig geiles Spiel. Wenn es mir Spaß macht, das Let's Play und ich mal irgendwann wieder mega Bock drauf habe, auf irgendwie Pokémon auf dem Gamecube, dann werde ich mir Pokémon XD zulegen, weil das besitze ich nicht. Und ja, das kostet auch noch sehr viel, ne, auf eBay, weil es Pokémon ist sehr beliebt. Müsste ich circa 30 Euro auf den Tisch legen, aber das macht ja nichts. Für euch mache ich das und ich will es ja selbst auch mal spielen, lol. Aber erstmal Pokémon Colosseum. Weiß nicht, was ist denn besser, Pokémon XD oder Pokémon Colosseum? Es wird sowieso erst Pokémon Colosseum gemacht. Weil ich das kenne und weil ich es liebe. Und weil ich schon ewig nicht mehr gespielt habe. Nur am Release. Wird wieder fast blind. Aber okay. Zurück zu WarioWare Inc. Mega Party Games. Der Schmetterling ist immer noch auf der Suche nach seiner geliebten, nach seinem geliebten Kleeblatt. Wieso kann ich dich gerade nicht steuern, du Sack? Ich lässt sich aber auch komisch steuern. Ja, was gibt es dem Spiel? Ist der simpel sehr leicht. Kriegt von mir deswegen nur eine, zwei Plus. Schlecht ist ja nicht. Gerade wenn da so viel los ist, könnte man ja oft meinen, dass das vierblättrige Kleeblatt irgendwo anders ist. Aber dem ist nicht so. 41, ey, wie ich abgehe. Ja, sehr lange Party mit der IQ-Mini spielen, weil die auch nicht ganz so fordernd sind. Es ist einfach so. Ich finde die persönlich nicht schwer. Manche schon, zum Beispiel ist mit dem Zahnrad, lol. Und was zur verfickten Hölle, wie viele gibt's denn hier? Boah, crap. Wie heißt das? Schwere Ladung. Müssen wir gucken, was schwerer ist. Boah, es wird ja ein gigantischer Part. Den rendere ich in MP4. Sonst krieg ich den ja niemals hochgeladen, lol. MP4 ist nicht so groß, die Datei dann. Ich finde die Quali nicht so geil dann. Weiß nicht, bei WarioWare sieht man es nicht so. Ich habe es ja schon mal in MP4 gerendert. Bin kein Fan davon, aber ich mach's bei Orbelun auf jeden Fall. Das ist auch wieder so leicht, Mann! Immer mal gucken, was schwerer ist. Die großen Schildkröten wiegen natürlich mehr als die mittleren. Ach, das brauche ich nicht erklären, oder? ja. Nichts Besonderes, ne? Zwei mittlere und eine große sind schwerer als eine große und zwei kleine. Lol. War falsch. Das habe ich nicht verstanden. Ja, offensichtlicher geht's nicht, oder? Drei kleine gegen zwei große und eine mittlere.
Schildkröte, die Ninja Turtles oder was ist hier los? Donatello, Michelangelo und Leonardo und Don Raphael und wie sie nicht alle heißen. Ja. Das sind die Ninja Turtles. Gab's ja auch in Paper Mario. Paper Mario 1. Der erste richtige Boss waren ja die Ninja Turtles, ne? Die Hooper-Brüder hießen die ja da, aber. Hatten ja auch die Namen, glaube ich, von Ninja Turtles. Kleines Easter Egg. War schon lustig. Ach, ich glaube, ich muss mir hier was einfallen lassen. Nach 15 brechen wir ab oder so, oder? Wollen wir uns das wirklich antun? Ja, tun wir es uns an. Hat ja sonst auch gemacht, aber trotzdem. Ich finde das echt zu leicht. Die Q-Spiele sind die lamesten, finde ich. Manche sind sehr cool. Zum Beispiel jetzt mit dem Ballett. Die meisten sind so leicht, wie das hier halt auch, ne? Sieht doch ein Blinder. Das schaffe ich auch mit Tomaten auf Augen. Da kann ich gleich meinen Hyrule Warriors-Schal umbinden, um Augen. Ah, das war jetzt dumm. Und ja, mach ich's immer noch richtig, ne? Blind. Ja, okay, das vielleicht nicht dann, aber egal. Hätte ich immer noch eine 50-50-Chance. Muhahaha. Okay, die 25 möchte ich aber auf jeden Fall schaffen. Haben wir jetzt sowieso schon. Ne, noch nicht. Einen müssen wir noch schaffen. Jetzt haben wir's. Und du bist es. Party! Weißt du, was er immer für Probleme hat? Habt ihr schon mal ein Alien gesehen, das sich wie ein Affe anhört? Habt ihr überhaupt schon mal ein Alien gesehen? Nee? Nee, wie kommt's? Kein Man in Black geguckt? Nein, nein. Ich meine eigentlich im Real Life. Egal. Zu leicht, zu leicht. 2 gebe ich aber trotzdem. Original oder Fälschung? Das konnte ich wiederum nicht. Jetzt sage ich, die IQ-Spiele sind zu leicht, aber das hier. Pff. Hä? Oh, ich hab doch nach rechts diese Scheiße. Was ist mit diesem. Oh, ich versuch's jetzt mit Control Stick. Läuft vor hinten. Ich habe auch schon Milliarden Jahre keinen Game Boy Advance mehr in der Hand gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der aussah. Ernsthaft, ich habe den natürlich nur hier irgendwo rumfliegen. Aber da bist du. Ist einfach mal nur Richtung Game Boy Advance, Finn. Ich hätte es erst gemerkt. Lol. Was könntest du sein? Sei ja den falsch! Keine Ahnung, ey. Voll geraten. Schön in Pink. Ja, unten und oben sahen zwar gleich aus, aber okay. Ich sehe da mal im Echt keinen Unterschied. Ich verstehe es jetzt auch schon wieder nicht. Alle 4 sahen, glaube ich, gleich aus. Da oben und. Hä? Ach ja, da waren die Knöpfe. Haben sie mich getrollt, die Ärsche. Okay, das war offensichtlich diesmal. Immerhin geschafft, ne, die Blume hier zu kriegen. Ha. Es ist schon ein bisschen komisch. Hä? Warum? Hä? Oh. Ey, manchmal sieht der echt keinen Unterschied. Oh, die Zeit ist einfach zu krass. Gibt ne 2. Identitätskrise. War das schon mal? Ah ja, stimmt. Brokkoli! Huh! Grünzeug, ich will da Burger, oder Döner oder Lammatschuhl und nicht sowas. Ein grüner Lego-Stein. Der Teddybär. Ach, wie süß, wie knuddelig. Ach, ach Gottchen, ey, ist ja geil, ey. Okay. Weintraube! Da muss ich aber eine Welt, die Weintraube sehe. Oder den Apfel, na, 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 na. Kann Wario wieder essen, denn der einen Minispiel ganz schnell andrücken, damit er den Apfel auffrisst. Zitrone, da wird man doch direkt sauer.
So, mach lustig! Keine Ahnung. Meint ihr, ich achte auf die... What the fuck, warum wird das jetzt so schwer, ey? Hä? Warum ist das jetzt so schwer? Gibt jetzt von mir... Was? Geraten. Hä, wieso wird das jetzt so schwer? Gibt von mir jetzt eine 1, weil es wenigstens fordert ist. Okay, das ist da, Mann. Boah, es ist fordert, es ist geil. Drei Finger... What? Ich war mir sicher, dass es drei Finger waren. Okay, diesmal habe ich es gesehen. 19 Stück müssen wir hier noch schaffen. Bitte was. Schaffen wir ja nie. Das war leicht. Das auch. Die kann ich. Da muss man sich nur den Hintergrund merken. Und die Form sieht man so. Fußball! 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 Manuel! Neuer hat hier einen Ball verloren, also bitte. Ein ekliges Grünzeug hier. Also Tomaten auf Augen oder was? Ich hab keine Ahnung. You lose. You suck. But not my dick. Elektrofisch. Fischgesicht. Wie gesagt, es gab eben eine 1, jetzt gibt's Elektrofisch. Das mag ich, das Minigame. Ist wie heißer Draht. Einfach die Linie nachziehen. Vom Fisch aus angefangen, ne? Also der sorgt hier für die Stromversorgung der gesamten Stadt. Das ist ja ein Wels, glaube ich zumindest, dass das darstellen soll. Die Felser da, das Pokémon, ne? Yeah! Und Gott sprach, es werde Licht. Und ich schrieb darauf ein Gedicht. Genau das war meine Pflicht. Nur so löscht das die Gicht. Und das war das Ende meiner Schicht. Und danach schlug ich mir eins ins Gesicht. Okay, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Die Musik ist geil. Hört mal. Du, 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 du. Und dann der Hund im Hintergrund. Wow, wow. Miau. Ja, der Hund, habt ihr gehört? Miau. Wie geil. Das gibt von mir eine 1 plus. Ich mag's. Macht voll Spaß, das Minigame. Humor ist da, alles ist geil. Wir sind zu leicht. War trotzdem cool. Ist das geil. Miau! Erst so im Morgenrot oder sowas. Und dann auf einmal voll da das gesamte Licht der Stadt. Ey, wie New York wird von so Wels betrieben, ist klar, Murat, ne? Ja, natürlich, voll realistisch. Es ist die Stromversorgung der Zukunft. Dann kommt wieder die Peter und Greenpeace, die sagen, nein, das arme Tier, das kann nicht den ganzen Tag für die Menschheit arbeiten. Unterbietet das sofort. Und schon war es das mit der Stromversorgung der Zukunft. Dann sucht doch mal nach alternativen Energiequellen. Da habt ihr es, bitte, guckt ihn euch an, die Wels. Wird! Ich war auch am Ziel, wollt ihr mich verarschen? Bei Pokémon ist es ja nicht mehr elektronisch. Da ist ja Wasserboden, ne? Landtouren hätten sie hier hinpacken müssen, so ein Ternenfisch. Dum, 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 dum. Was? Voll einfach. Einmal nach links und einmal hoch und dann ist man schon da. Boah, die Strecke ist sehr schwer. Beziehungsweise sehr weit. Verzwickt. Kann man auch gar nicht in der Zeit schaffen, lol. Boah, Alter. Wieso ist die gehen in der Zeit? Also die schweren schaffe ich nicht mehr. Das ist so fies. So einen ähnlichen Soundtrack hast du auch in Super Mario Land 2. 6 Golden Coins.
Cool, gibt eine 1 plus. I like it. Und dann kommt das geile Boss-Minigame irgendwann. Okay. Boah, es ist ein langer Part, ey. Schon eine Stunde oder so. Heftig, deftig. Dann will lieber einen Daumen hoch sehen. Hier müssen wir einfach nur gucken, wer eine Überzahl ist. Oh, ich hatte die blauen im Kopf, ne? Weil die eben links angezeigt wurden. Oder wurden sie das nicht? Keine Ahnung. What? Ey, komm, Erbsenzählerei. Scheiß auf der einen. Das kann durchaus wirklich schwierig werden, deswegen gebe ich ein 1- für das Minigame, weiß ich jetzt schon. Schon fordernd. Gerade bei schwer, wo es dann wirklich auf einen Einzelnen ankommt. Das geht mit einfachen Abschätzen schon nicht mehr. Ich würde sagen, die roten. Oh doch. Sind sogar sehr stark in der Überzahl diesmal gewesen. 5 mehr. Nur einmal so fies. Ja, leicht ist natürlich kein Challenge. Mittel eigentlich auch nicht. Nö. Aber schwer, das ist tricky. Vor allen Dingen, weil es immer über die 10er hinausgeht. Ich glaube, es sind 20 auf dem Bild. Ach, das ist doch die roten. Ja, ich weiß nicht. Die blauen scheinen immer mehr zu sein, weil die dicker sind. Somit nimmt das menschliche Gehirn die blaue Farbe, dieses hellblaue, als mehr wahr. Weil die mehr vom Bildschirm ausfüllen. Logisch, oder? Das ist schön analysiert. Ach komm, die leichten kannst du mir auch schenken, Orbulon. Als ob ich da failen würde. Jetzt hab ich's raus, jetzt bin ich drin. Das ist schon anspruchsvoll. Seht ihr? Seht ihr, was war wirklich geraten? Aber er überlegt erstmal noch, ne? Was ist jetzt anhört? Hört euch mal die Aliens an. Lack. Ich spreche eure Sprache nicht. Gibt's dafür einen Duden? Verdammte Scheiße. Das war auch mehr als einfach gerade. Jetzt habe ich bestimmt gesagt, ey, ihr Arschlöcher. Leute, das war sogar gar nicht so einfach. So zwei ineinander standen. Ey, wollt ihr mich verarschen oder was? Das war einfach. Das war auch einfach diesmal. Immer die Roten. Echt 75% Chance, dass die Roten sind. Ich meine, ich weiß nämlich immer die Roten, lol. Ja, ist ja tricky. Blau, aber sowas von. Blau, aber sowas von. Rot. Doppelt so viele Rote. Oh, scheiße. Leck mio. Wie war es, wenn man sich nicht sicher ist, immer die Roten nehme? Hat er trotzdem nicht gemacht, ne? Ich bin so dämlich. Boah, das war so offensichtlich. Wieder knapp. Immer die Roten nehmen, wenn man sich nicht sicher ist. Hier war ich mir sicher. Boah. Überzahl, die werden hier unterjocht. Die Roten. Die rote Armee. Na, 40, das ist okay. Not habe ich schon gegeben, 1-. Na, Augen frei. Das ist ganz cool. Muss das machen, was da angezeigt wird. Ah, oben. Rechts und unten. Einfach das Fenster bzw. das Blatt sauber machen, was es auch mal darstellen soll. Kann auch einfach. Ja, das Spiel kann man leider wieder austricksen. Deswegen gibt es nur eine 3 von mir. Weil ich kann jetzt einfach hier den Control-Stick kreisen lassen. Guckt mal. Keine Challenge. Hab jetzt auch keinen Bock, den Part jetzt unnötig wegen diesem Minigame in Länge zu ziehen. Das heißt, ich mache jetzt bis zur Blume und dann lasse ich's. Soll jetzt kein Rückzieher oder so sein, aber bei dem Minispiel ist halt keine Challenge da. Ich halte meinen Control-Stick ans Mikrofon, damit ihr merkt, dass es wirklich funktioniert. Ich drehe ihn die ganze Zeit nur und es wird immer angenommen. Sehr schade. Da, bitte. Keine Challenge. Schade.
Wenn man es wirklich so spielen würde, dass es eine Challenge ist, wäre es echt ein cooles Minispiel. Aber so kann ich echt nur bestenfalls eine 3 geben. Ja, leider. Kannst du mal ganz obligatorisch beim Schweren zeigen, da. Keine Challenge, es ist so schade, echt. Naja, müssen wir durch. Ich wollte jetzt hier nicht mehr ans Mikro halten hier. Bis jetzt, wie es geht. Aber jetzt auch nochmal diese Ballettmusik, ne? Ihr könnt die wieder über 100 schaffen, aber ich habe da jetzt echt keinen Bock drauf. Vor allem, weil der Part schon so lang ist. Will ich ja nicht langweilen. Ich möchte trotzdem alle Orbelon-Games in diesem Part machen, verdammte Scheiße. Wahrscheinlich nicht zwei Orbelon-Parts. Sehe ich so aus? Sehe ich aus wie ein Pfannkuchen, was? Ich aus wie ein Alien? Kegelkopf-Alien Orbelon oder was? Vor allem, hast du ja auch noch mehr Zeit als bei anderen Kreisel-Minispielen, ne? Weil es IQ ist. Das ist das Witzige. So, mal gucken, wie viele da noch fehlen. 7 Stück noch. Ich denke, das kriegen wir hin. 7 Siege, das wird ja wohl in Aldi-Tüte drin sein, oder? Natürlich. Und wenn nicht in Aldi-Tüte, dann in eine Lidl-Tüte. Oder in eine Rewe-Tüte. Keine Challenge. Oh. Ja, jetzt fail ich mal extra. Oh, wie schade. Ich schaff es nicht mehr. I'm so sorry. Das tut mir mal leid, Orbelon. Ich bin ja so schlecht. Not. Die Katzenjagd. Die Katzenjagd. Die Katze mal finden. Das geht, das geht, das geht. Ja, da könnt ihr auch wieder sehr lange durchhalten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da unten wird eine weiße Katze angezeigt. Einfach die weiße Katze finden. Mit dem Cursor draufgehen. Einmal A drücken, dann passt das schon. Du! Ja, da oben war auch noch so ähnlich, aber die ist nicht so gepunktet gewesen. Deswegen habe ich die da ausgeschlossen und konnte es nur die auf der Mülltonne sein. Schon wieder der Müllmann. Du Müllkatze! Spring in die Mülltonne, da wo du hingehörst. Muhaha. Ah, schwarze Katze bringt Unglück. Schon wieder der Mülleimer. Sag mal. Gibt's da was umsonst oder warum seid ihr da immer? Die war sehr leicht zu finden wegen diesen auffälligen Flecken. Grüne Flecken, habt ihr so eine Katze schon mal gesehen? Es gibt wohl in Russland jetzt eine Tierfärberei. Das heißt, das Fell wird gefärbt vor Hunde und Katzen, bieten sie es an. Und ich habe es mal im Fernsehen gezeigt, da war wirklich dann eine grüne Katze. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Ganz grün und wie die geguckt hat, ne? Ja, muss das sein? Ich hab voll keinen Bock drauf. Das ist voll scheiße. Und dann, boah, voll cool, ey. Ihr könnt jetzt die Katzen färben. Bald kommt's vielleicht nach Deutschland und so ein Scheiß, wird dann da gesagt. Und die Katze voll unglücklich und so. Ja, wenn das die Peter sieht, ey. Meine Fresse, hab ich gedacht. Aber ich meine, manche Katzen hier, ich weiß nicht, ob das so natürlich ist. Da oben, du. Kandidat unter Mond. Deinen grünen Flecken. Ah, ist so leicht, ne? So leicht! Auch wenn es ein bisschen mit Dunkelheit ist, aber sie ist so nicht mehr. Gibt von mir deswegen auch nur eine 2. An sich ganz cool gemacht, aber viel zu einfach. Und warum rede ich gerade so schwul? Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so schwul rede. Ne, Quatsch. Auf die Kiste! Ab in die Kiste, what the fuck? Du. Auf der Mauer sitzt eine kleine Katze. Auf der Mauer sitzt eine kleine Katze. Sieh dir mal die Katze an, wie die Katze tanzen kann. Auf der Mauer sitzt eine kleine Katze. Auf der Lauer sitzt eine kleine Katze. Auf der Mauer sitzt eine kleine Katze. Auf der Mauer sitzt eine kleine Katze. Sieh dir mal die Katze an, wie die Katze tanzen kann. Auf der Mauer sitzt eine kleine Katze. Auf der Mauer sitzt eine kleine Katze.
Auf der Mauer sitzt eine kleine Kat. Auf der Mauer sitzt eine kleine Kat. Zieh dir mal die Kat an, wie die Kat tanzen kann. Auf der Mauer sitzt eine kleine Kat. Auf der Mauer sitzt eine kleine K. Und so geht weiter und so fort, ne? Sei die mit Wanze? Ah, ich wollte einfach mal wieder abspasten. Unscharf gibt's jetzt. Das war noch Zeit, wo ich richtig gucken konnte. Aber jetzt brauche ich ja so ein Sehgericht. Eine Brille reicht mir von die Welt, braucht da richtig harte Messer. Ich kann das nicht mehr richtig sehen. Als wir jung waren, ey, boah, ich hab alles gesehen, jeden Sehsatz, hab ich sofort einen Stun, aber jetzt, boah, ey, das ist ja so scheiße geworden mit den Augen, ey, ich kann nicht mehr Auto fahren, ich werd echt alt. Ja, seht ihr, Mann, mach doch mal das bisschen schärfer, ey, Brille mies, Mann. Echt, Brille mies, Mann. Wenn das so weitergeht bei vielen, Mann, dann geh ich zu Apollo Optik, ja, das A und O bei Brillen. Spaß beiseite. Gar nicht so einfach, das Spiel. Gar nicht so einfach. Du! Nein! Der Mops von Baby Black 2 war's! Dalmatian. Das haben wir jetzt aber gesehen. Das ist der Dalmatiner war. Ganz verrückter Hund. Dalmatiner sind wirklich verrückt. Jetzt kein Spaß. Den finde ich irgendwie am schwierigsten. Sieht man jetzt schon, dass es die Tomate ist. Und zwar weiter so ein Stängel. Die Farbe unterscheidet sich. Auch die Farbe der Tomate. War geraten, ich habe es wirklich nie gesehen. Also was gab's auch bei Tomodachi Life, ne? Diese Pixel-Kulisse. Tomate. Chillig. Genau das will ich. Dalmatiner. Na, wieso? Der Dalmatiner war die ganze Zeit links und jetzt steht da dieser hässliche, eklige Mops. Seriously. Gib von mir aber. Na, 1-. Gleich und gleich ist nicht immer gleich. Ich geb dir gleich, Alter. Ich geb dir gleich. Das Dreiker, hier müssen wir einfach die Form richtig einsetzen. Läuft schon. Und wie es läuft. Was kannst du eigentlich, du Noob? Wie macht der Zug? Noob. Ja. Das Schwere kann ich. Das ist wieder meine Logik. Ne? Nur das Mittlere nicht. Deutsches Rotes Kreuz. Oder das Eiserne Kreuz. Oder das Jesus Kreuz. Hä? Macht er hier? Ha! Oblen! Da guckst du mir etwas! Hast schon jetzt ein Händchen gelacht, Bill? Du hast gedacht, dass ich das nicht schaffe, hast nicht, hab ich geglaubt, ne, du Spast. Aber dann kam's, oh. Ja, jetzt lacht er mich wieder aus, ne? Du Wichser, ey. Schönes Haus. So ein Haus hätte ich auch gern. So ein Dreieck mit zwei Fenstern. Reicht. Und wie es reicht. Das Haus reicht. Nee, das Spiel liegt mir nicht, aber es ist trotzdem ganz cool. Gibt eine 1. Ich kann es nur nicht, aber ich finde es nicht schlecht. Ja, Mann, ey, es ist ja viel zu schwer. Es gibt Spiele, die liegen mir halt nicht. Garagenrock. Oh, yo, das ist wieder was Geiles. Zuhören. Vortragen. Da werden wir viel Spaß mit haben. Erstmal A Cappella. A Cappella ist ja ohne Instrument, was laber ich. Instrumental jetzt nur. Pass mal auf, ich hab mir schon wieder was einfallen lassen. Gib von mir auch eine 1- übrigens. Einmal noch instrumental. Fuck. Okay, jetzt geht's los. Das ist mir einfallen lassen. Oh.
Kein Multitasking. Boah, nee, ich bin nicht multitaskingfähig, ich kann das gar nicht machen. Okay, läuft bei mir. Hätte ich erst mal müssen. What? Okay, ich kann das jetzt nicht mehr so machen, so schön wie ich das wollte. Ich wollte es immer selbst alles machen, die ganzen Sounds, die ganzen Klänge, aber jetzt wird es echt zu schnell. Ich muss mich echt konzentrieren, ich möchte echt das hier schaffen. Zumindest die Blume halt, ne? Was? Ich hab doch noch gar nicht nach Dalma. Ah, fick dich doch, Orbula, du altes Wichsgesicht. Ich hasse das. Diese Scheiße. GameCube-Controller ist eigentlich der geilste, aber das ist so ungenau bei dem Spiel. Kerker-Dilemma! Vielleicht das geilste Boss-Minigame ever. Earthbound E-Stack. Gleiches Kampfschema wie in Earthbound. Gleiches Design. Ah, es ist Hunger! Du kannst angreifen, was willst du tun? Schlager mag ich nicht. Helene Fischer kann zu Hause bleiben. Ich greife natürlich an, ich schlage ihn. Hunger greift an, aber ich ducke mich. Ich gucke nicht nur, ich ducke mich. Das Angriff sei keine Wirkung, benutze Magie. Ich benutze Hiebe. Und das sorgt irritiert und das wird knapp. Deine letzte Chance, drück A. Nimm den Sieg, den Gnadenstoß, du besiegst Hunger. Ja, so ist es. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie sich jetzt einverlassen haben. Andere Bosse, yo, was ist das denn für ein Honk? Es ist Aflua. Kannst angreifen, was wirst du tun? Boomerang, Boomerang, Boomerang. Boah, das war schwer. Das war wirklich schwer. Ich schreibe das nicht anders mit O. Aflua greift an, ich schütze mich. Afluas Angriff zeigt keine Wirkung, benutze Magie. Ist dazu ein Fass. Ja, wieso? Ich stülp mir ein Fass über. Das ist jetzt kein Spaß. Leck mich am Arsch. Die Erde ist zerstört. Ey, das ist doch logisch. Ich hab mich in ein Fass versteckt. Das war auch blödsinnig jetzt. Egal. Oh Gott, Orbelon selbst, es ist Myamor. Böses Alien. Ich nehme den Rambok. Boah, Ramdok wollte ich erst nehmen, ey. Ist fies. Myamor greift an. Ducken. Oh yeah. Myamors Angriff zeigt keine Wirkung, benutze Magie. Was setzt du ein? Ja, dann halt mal nass. Es wird knapp. Letzte Chance, drücke A. Oh yeah! Das war der Sieg über Myamor! Die Erde ist gerettet. Jetzt geht's wieder von vorne los. Das ist schon geil, oder? Das Minispiel, also ich mag's. Das Spielprinzip, das Design, alles. Gibt von mir eine 1+. Sowas von klar. Ein Schlag in your face. Hunger greift an, was wirst du tun? Ich verstecke mich, sodass er mich nicht trifft. Hungers Angriff hat keine Wirkung. Ich benutze Magie. Nass. Bam, Aquaknarre in your face. Letzte Chance, der Sieg. Alright, you are defeated, motherfucker. Ich werde es nur noch einmal ein bisschen mal Myamor spielen, dann werde ich abbrechen, einfach. Weil ich es kann. Mit dir bin ich noch nicht abgerechnet hier. Mit dir bin ich noch nicht fertig. Angreifen und zack, in your face. Aflua greift an. Ich renne weg. Ausgewichen. So ein Angriff gegen daneben. Benutze Magie. Ich benutze den Fluch, nicht die Flucht. Das war fies. Aflua ist irgendwie immer fies.
Yes, damit haben wir ihn auch mal gekillt. Von wegen ihr Welt zerstört. Du Mülleimer bestimmt nicht. Apfel. Apfel. Apfelmittel, du. Jetzt kommt wieder der Oberking. Diese Musik, ey. Boah, ich hab 999 Leben. Mann, bin ich gut. 300 Magie. Fußtritt. Alright. Miamor greift an. Ich renne mal einfach so weg. Weil ich Skull und Waldbaum. Und jetzt werde ich erstmal so richtig heftig zaubern. Ich werde ihn übermannen. Keine Magie mehr. Aber er ist am Rande des Abgrunds. Und ich habe gewonnen. Über das Böse triumphiert. Miamor ist tot. Jetzt werde ich extra failen, Freunde. Und uns einfach die Punkte erhalten bleiben. Aber ich möchte den Part ja schon zu Ende bringen. Und das zieht sich halt hier einfach. Und da ändert sich auch nichts mehr. Schlack! Mit Rechtschreibfehler. Nie gehört, ey. Voll Scheiße, ey. Jetzt bin ich dran. Ich mach dich kaputt. Hungers Verteidigung. Ja, er erhöht seine Verteidigung. Unfassbaren Schaden. Die Erde ist zerstört. Ja, er erhöht seine Verteidigung und macht unfassbaren Schaden. Ist klar, Murat. Macht Sinn. Mhm. Kommt wieder der Abfalleimer hier. Afilur. Afilur, mon ami. Es gibt den Kinnhacken. Die Zeit des Omar Filurs Verteidigung erhöht sich und trotzdem wird die Erde wieder zerstört, obwohl er sich nur boostet. Oh my god, oh my fucking genius. Jetzt Miamor wird auch noch die Erde zerstören. Wir sind all dem Untergang geweiht. Das Schicksal wird sich nie erfüllen. Ich seif dich an, weißt du? Ich nehme zu Seif und. Ich will verwirrt. Meine Verteidigung und fassbare Schaden ist zerstört. Ja. Verrückte, die die Erde erobern wollen. Jo. Kennt man, ne? Alter Hut. Sind wir endlich mal durch? Haben wir es geschafft, zwar ein IQ-Minispiel, Freunde. Ich weiß, sehr, sehr langer Part. Vielleicht nicht der beste. Und die müssen zäher sind. Nicht so viel Action. Aber da müssen wir durch, Freunde. Und wir sind durchgekommen. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Für diesen langen Part könnt ihr auch ruhig mal ein Favo geben. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Und danke fürs Anschauen. Macht's gut, haut rein.